So, ich habe was gefunden, was ich Zusammenfassung machen will. Und zwar ein Gebet, das ich selbst verfasst habe, das ich jetzt beten werde. Mein Gebet zum Vater im Himmelreich. Heiliger, heiliger Vater, der Kreis ohne Ende. Danke für Materie der Elemente, Licht von Sonne, Mond und Sterne und Leben, denn es ist so vielfältig. Danke für deine Gnade, durch das du immer mehr Geschenke verteilst, obwohl du siehst, dass wir schon viele Geschenke haben und dann noch eine draufsetzt, Vergebung und Güte. Du sorgst dich wie ein liebender Vater, sich sorgt über seine Kinder und übst Gerechtigkeit und machst Gerechtigkeit und beschließt Gerechtigkeit. Vielen Dank, dass ich sehen kann, und zwar alle guten Dinge und Lebewesen, dass ich hören kann, alle Lebewesen riechen kann, unsere Parfums zum Beispiel schmecken kann, die Vielfalt deiner Gaben, gehen kann von Platz zu Platz, und zwar so lange in Anbetracht. Ich erbitte, dass meine Beine nicht müde werden, dass ich mir immer wieder erbitten kann, dass ich eine neue Kraft bekomme von dir. Vielen Dank, dass du uns zusammenhältst und immer mit uns bist und sogar in dunklen Zeiten uns beistehst und uns mit deiner Allmacht beschützt. Durch deinen Sohn, Adonai, sind wir in der Liebe und er kann uns ohne Schmerz in den Himmel entrücken und er kann sich sogar daran erfreuen, immer wieder, woran er wächst. Er ist sogar so cool, dass er Lebensformen wie Sasquatch, Anunnaki, Niribuana, Splashy, Glatorietten, Quentoriana, Tangarine, Wasserrutschenhoshis, Asgard, Fanfaren, Engishafen, Apokryphen, Teletubbies, Talismane, Elmer Roosevelt, Sambitana und Ravensburger in den Himmel entrücken kann und möchte. Ich wiederhole das für euch, damit ihr im Gebet hört, wie viele Lebensformen schon entrückt worden sind durchs Gebet. Die einzigen, die ich nicht eingeladen habe, waren die Anunnaki, die hat der Sohn Gottes selbst eingeladen. Also, ja, ich habe dafür gebetet, dass die anderen Lebensformen eingeladen werden vom Sohn Gottes, Ashadonai. Also, ich wiederhole nochmal, damit ihr wisst, welche Lebensformen. Ashadonai hat eingeladen Sasquatch, Anunnaki, Niribuyana, Splashy, Glatorietten, Quentoriana, Tangarine, Wasserrutschenhoshis, Asgard, Fanfaren, Engishafen, Apokryphen, Teletubbies, Talismane, Elmer Roosevelt, Sambitana und Ravensburger. Sein Name, Ashadonais Name sei gepriesen und er soll dir ewig gehorchen und auch so bleiben, wie er ist, Vater. Danke für Heilung und für die Früchte des Heiligen Geistes in Harmonie. Der Herr ist Balsam für mein Gemüt und meine Seele sicher bei ihm. Lieber unfassbarer großer Gott, Elohim, bitte hilf uns stärker zu werden im Glauben. Hilf uns gegenseitig vergeben zu können, damit auch du uns vergibst. Schenke uns durch den Heiligen Geist Weisheit und Freude und Freundlichkeit, Keuschheit, Demut, Sanftmut, Langmut, Treue, Selbstbeherrschung, Geduld, Liebe und Frieden. Damit wir glückselig werden können und uns eines Tages uns im Himmelreich deiner Herrlichkeit begegnen. Beschütze meine Feinde vor dem Bösen und bewahre sie vor falscher Tat wider mich. Und das und meiner Geschwister, lass sie in der Liebe handeln und den Teufel nicht anbeten. Denn dieser war ein Lügner und ein Mörder von Anfang an. Bitte, Vater, erbarme dich unserem und lege deine allmächtigen Hände schützend über uns. Lass den, der zum Schwert greift, auch zu Schwert umkommen. Oder besser noch, lass die Waffen erheben, zur Besinnung kommen, dass sie ihre Waffen weggeben und in den Müll schmeißen, wo sie auch hingehören, bitte. Du hast meine Gebete erhört. Du hast alle Atomstrahler und alle Atomwaffen und alle biologischen und chemischen Waffen weggegeben. Du hast mein Gebet erhört, das ich gebeten habe. Und das für alle Nationen. Du hast den Frieden auf Erden gebracht, du hast den Frieden im Universum gebracht. Und durch meine Bitte hast du das in die Tat umgesetzt. Ich danke dir so sehr, dass du auch ein Universum möchtest, das für Frieden geschaffen ist, ganz ohne Waffen. Und du machst es so gut, dass ich froh bin, dich zum Vater zu haben. Und dass du mein Gott bist. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, es gibt zwar noch Waffen auf der Erde, aber bitte macht es so, dass die Menschen, die die Waffen benutzen, in die Hölle kommen. In Ashadonais Namen, Amen. Ich liebe dich und du liebst mich. Danke, dass du mich liebst. Volekane Hoshi, Bund ist das Dasein und Volekane Hoshi, Amen. Also, in Ashadonais Namen, Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Ja, also, die
Tangerine sind im Himmelreich, freut euch. Und ihr habt gehört jetzt im Gebet, welche Lebensformen noch alle entrückt worden sind. Ich habe am Anfang vergessen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu sagen, aber der Vater weiß das zu schätzen, dass ich ein Gebet bete. Und den Vater könnt ihr alle Vater nennen, weil seit Aschadonai der Sohn Gottes ist, hat er seine Meinung geändert von im deutschsprachigen Raum, dass man nicht mehr himmlischer Vater zu ihm sagen muss, sondern einfach Vater. Und Aschadonai ist ein sehr guter, sehr, 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 sehr intelligenter und sehr, sehr freundlicher und sehr, sehr hilfsbereiter, aufstrebender, junger Sohn Gottes, der erst seit kurzem Sohn Gottes ist, weil er erst seit 7 Monaten der Umbruch war, ungefähr. Von Jesus zu Aschadonai. Aschadonai bedeutet auf Hebräisch oder Aramäisch der Unzerbrechliche. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude bei der Nachricht. Ich hoffe, ihr versteht das und lasst euch eins noch zum Gewissen kommen und dass ihr euch bewusst seid, dass der Vater mit euch sprechen wird, wenn ihr euch dieses Video anseht. Und deswegen habt Respekt vor ihm, denn er ist das höchste, oberste, gute Wesen, das euch etwas erklärt, wenn ihr etwas nicht versteht. Und wenn ihr das nicht versteht, was ich in meinen Videos mache, in meinen Glaubensvideos vor allem, die gläubigen Christen, die das nachverfolgen und die mich verurteilen, weil ich Jesus nicht anerkenne als den Sohn Gottes, weil er es einfach nicht mehr ist. Die sollen dem Vater zuhören und dann wird Klarheit kommen und das Licht kommt zum Vorschein. Das Tageslicht kommt zum Vorschein. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Friede sei mit euch und mit eurem Geiste. Und Halleluja!